Ich begrüße euch herzlichst zum Super Mario Maker, den Top 5 Leveln der Woche Nummer 7. Es ist etwas früh für mich, aber ich habe vergessen, gestern auch aufzunehmen. Deswegen nehme ich heute an dem wunderschönen Sonntag auf. Und mein Gamepad ist wieder deaktiviert. Super. Aber wir wollen erstmal schauen, was wir für diese Woche in den Top 5 haben. Das heißt, einen kleinen Moment, bis die Mitteilungen weg sind. Später bitte. Gehen wir mal die Level suchen, die wir so haben. Und ich habe nebenbei bemerkt, die Erklärung, warum das Level auf Platz 1 der letzten 2 Wochen auf Platz 1 ist. Diese Woche aber nicht mehr, wie es aussieht. Gut. Fangen wir mit Platz Nummer 5 an. Es ist... Ach du meine Güte. Gefüllt mit Sternen. Und deswegen gibt mir Sterne. Hier habt ihr Sterne. Von einem Japaner auf Platz 5, der eine Affinität für Sterne hat und einen Bowser. Gehen wir mal hinein und schauen, ob wir es überhaupt besiegen können. Weil so wie es aussieht, irgendwie nicht. Way. Hallo Bowser. Okay, durch die Tür. Kann man es ja mal... Wieso... Wieso ist so ein Level in den Top 5? Ich verstehe es nicht. Es ist wieder so eins von diesen Leveln, wo der Typ gesagt hat... Also das war ein Künstler, der es gemacht hat, die letzten 2 Wochen auf Platz 1 sein mit seinem Level, mit seinem komischen da ist nichts zu sehen Level. Und wegen, man kann jeden scheiße Leuten vorsetzen, die werden erst mit einem Stern versehen. Weil das ist genau so ein Level, da ist nichts wirklich Besonderes drin. Außer über Sterne. Mal schauen, ist es eigentlich vom selben Typen? Das würde nämlich ein bisschen Sinn machen. Nee. Scheinbar nicht. Aber warum kriegt es dann so viele Sterne? Merkwürdig, merkwürdig. Boah, da war ganz schön viele Level. Naja, das war Platz Nummer 5. Ich habe keine Ahnung warum. Aber... Ja... Ihr habt's gewählt. Weiter geht's. Platz Nummer 4. Von einem Japaner, sieht aus wie Musiklevel. Was das für ein Level ist oder was für ein Song? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich es ja raushören und im Nachhinein sagen. Aber ich bin gespannt, was es sein wird. Das heißt, ich bin ruhig. Viel Spaß. Wenn ich ehrlich bin, ich habe keinen Schimmer. Ich habe keinen Schimmer. Es könnte irgendwas von Toho gewesen sein. Aber... Nee, ich weiß es nicht. Leider. Leider muss ich sagen. Wenn ich es denn wüsste, dann würde ich es euch sagen. Aber... Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Könnte daran liegen, dass es noch ein bisschen früh ist, aber... Ich habe keinen Schimmer. Ah ja, ich habe vergessen, die IDs wieder einzustellen, nach so einem Blödsinn aber auch. Falls ihr die Level selber spielen wollt, natürlich. Die IDs stehen auf dem Bildschirm. Für Platz Nummer 5 und Nummer 4. Haben beide eine relativ hohe Abschlussrate. Warum das auf Platz 4 ist, kann ich eher verstehen als das auf Platz 5. Weil Musiklevel. Nur den Song. Keine Ahnung. Kenne ich nicht. Kommen wir zu Platz Nummer 3. Einen Song, den wir schon letzte Woche hatten. Entschuldigt. Doraemon Opening. Vom selben Macher wie der Platz Nummer 4. Heißt, ich werde wieder ruhig sein. Und viel Vergnügen.
Ach, das war schön. Ich find's immer noch schönes Lied. Obwohl ich's mir noch nie angeschaut habe, die Serie. Falls es eine Serie ist. Oder eine Spieleserie. Je nachdem. Werde ich's mal machen müssen. Habe ich letzte Woche auch schon gesagt, aber diese Woche habe ich mehr Zeit. Das heißt, diese Woche kann ich's auch machen. Haha. Und damit kommen wir mal zu Platz Nummer 4. Platz 4? Platz 2. Zu früh. Stand By Me. Aus derselben Serie anscheinend und boah, das ist aber Gewühl da hinten auf der Map zu sehen. Meine Güte. Starten wir es einfach mal. Immer nach oben oder nach unten? Oben oder unten? Oben oder unten? Immer oben. Das war schön. Ach, das war schön. Also er kann das mit den Musikblöcken. Er kann das, er macht die nicht zu vertont. Also er platziert sie perfekt, mit den perfekten Items drauf. Dass der Sound nicht total zum Ohren auskratzen ist. Ja, und damit kommen wir schon zu Platz Nummer 1. Wie in den 2 Wochen zuvor auf Platz 2 jeweils. Diese Woche auf Platz 1. Nee, Moment. Das ist ein neues. Das ist ein neues. Oh, das ist gar nicht mehr so alt. Das Star Wars Main Theme. Wo ist denn die Cantina hin? Hallo, Cantina? Cantina? Au, die ist ja abgestürzt. Wow, Platz 21 abgestürzt. Meine Güte. Na dann, haben wir halt das Star Wars Main Theme zum Abschluss. Oh Mann, ob ich da verklagt werde für. Ist mir scheißegal. Rein da und Musik ab. Und so haben wir die Welt gerettet. Vor dem bösen Imperium. Oh yeah. Ein herrliches kleines Level.
Diese Woche hatten wir ziemlich viel Musik, muss ich sagen. Ziemlich viel Musik. Gefällt mir. Gefällt mir. Und Leute sehen auch endlich mal ein, dass die Musiklevel wesentlich interessanter sind als die automatischen Level. Beispielsweise, wo war das? Warum war das denn? Da war irgendwo hier unten. Weit abgerutscht. Automatic Mario Kart. Wobei das immer noch auf Platz 17 ist. Aber leider ist Blaster Buffet runtergeknallt auf die 18. Wahrscheinlich haben es viele Leute nicht geschafft. Naja, Abschlussrate von knapp 10%. Leider, leider. Aber wir haben unsere Top 5 Level für diese Woche ganz, ganz gut hinter uns gebracht. Von einem sehr merkwürdigen Sterne-Level, wo ich nicht verstehe, warum das drin ist. Über Musik, Musik, Musik und Musik. Also ganz viel Musik diese Woche. Habt ihr mich nicht ertragen müssen? Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Muss nicht so viel reden. Und zum Abschluss heute möchte ich dann doch noch einen Song reinbringen. Ach, wisst ihr was? Wenn wir eh schon verklagt werden von LucasArts, von wegen, wir haben Star Wars geklaut. Hier, nehmen wir noch Pokémon Battle rein. Viel Spaß. Oh, habe ich mich ein bisschen enttäuscht. Es war nur das Champions Battle. Schade. Naja, wie auch immer. Das war's für diese Woche. Meine Empfehlung diese Woche war einfach das Pokémon Battle, weil ich irgendwie gesehen habe, oh, da ist ein Pokémon Battle drin. Zeig's der Welt. Es wird eh nicht in die Top 5 reinkommen, weil es nicht so ausgereift ist. Naja, es ist nicht so ausgereift. Das hätte länger sein können. Ich glaube, da kann er sich noch eine Scheibe abschneiden mit Röhren setzen und sowas. Aber er hat so viele Level in den Top, also generell in den Top 20 sogar. Also richtig gut, der Junge, richtig gut. Also Platz 20, 19 hat er 16 und 14, 13, 12. Wo ist das nächste von ihm? 6 und dann nochmal in den Top 5 dreimal, viermal drin. Wahnsinn, also ob es ein internationaler Channel ist, wo sie alle Sachen reinpacken? Oh Mann. Das ist übel. Das ist übel. Der Typ ist einfach überall vertreten. Das ist quasi seine Top 5 diese Woche. Mit Abzug von Platz Nummer 5. Aber das Level ist Kacke. Es ist Kacke. Ich will sowas nicht sehen. Das ist wieder Platz 1. Das ist einfach nur ein blödes Level, das keinen Sinn ergibt. Naja, wie auch immer. Ich bin raus für diese Woche. War ein bisschen anstrengend für mich heute. Aber hey! Hey! Es gibt immer eine nächste Woche und ein nächstes Level. Also sage ich bis dahin. Und bevor ich das sage, meinen Abschlusssatz komplett. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen, also einen Stern. Ihr könnt gerne kommentieren, eure Level einsenden, die ich dann selber spielen soll, auf dem Kanal. Und ansonsten, ja. Sage ich euch noch einen schönen Sonntag. Bis dahin. Ciao, ciao.